So, willkommen zurück bei Beyond Good and Evil. Ich starte jetzt mal meine zweite Aufnahme. Ich habe ein bisschen was zu erledigen jetzt. Und ich nehme euch mit auf diese kleine Reise. Das wird euch hoffentlich nicht stören. Ich glaube, das wird euch auch nicht stören. Und als erstes müssen wir jetzt unseren Hovercraft reparieren. Und dafür fahren wir zur Mamagu-Werkstatt. Am besten wir fahren direkt zur Mamagu-Werkstatt. Ja genau, Paige, das habe ich doch gesagt. Weil Mamagu sind ein paar der coolsten Leute, die es gibt. So, Hovercraft fahren wird bestimmt eine lustige Sache werden. Also, für mich ist es eine lustige Sache. Wir können auch hier schießen. Und wir können natürlich auch auf andere Boote schießen. Auf das falsche Ziel. Ja, was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Ende! Verdammte Dreckskarre! Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Ja, das hätten wir auch noch geschafft, Mensch. Ist ein Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mamagus Ersatzteile satt. Ist die Hovercraft. Erste Mal Platte. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mamago-Werkstatt. Ja, will ich auch hocken hier. Ich bin beim ADAC. Komm, gib Gas, Junge. Hey, Traktorstrahl. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Wie bei Star Wars, Mensch. Hier gehen wir ja durch sämtliche Genre durch, die es gibt. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jade. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Ja, wenn wir es noch ein bisschen weitermachen, dann riecht's richtig nach leckeren Schinken. Oh, das kann ich dir sagen. Mamagu-Werkstatt. Das ist unser Einkaufsschlaraffenland. Wir haben ja vorhin schon in den Nachrichten gehört, dass hier auch ein Meteorit eingeschlagen ist. Ja, mal sehen, jetzt hat ein bisschen was kaputt gemacht. Hier könnten wir auch wieder speichern, das lasse ich aber mal. Wir reden erstmal hier mit dem guten Mann von Mamagu. Und los geht's. Hi, Sam. Yo, Jade, schön dich zu sehen, habt mir schon Sorgen gemacht. Diese Dumpfmeteore sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ich hoffe, ihr könnt euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knöpsel, sind sie okay? Und die neue, wie macht sie sich? Es ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut gegangen. Danke, Isam. Übrigens, danke, Mutter, dass ihr uns aus den Abschleppern geschickt habt. Kein Problem, Jade. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist hier auch dieser Meteor zum Druck gekommen? Ach, ich mag gar nicht dran denken. Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen. Dieser Krieg ist ja eine Katastrophe. Habe ich jetzt einen französischen Akzent drauf? Ist auch bescheuert. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du das, Jade. Bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Sehr schön. Beenden. Hat es nicht gesagt, aber ich hab's mal dazu erzählt. So, dann wollen wir gucken, was es hier Leckeres zu kaufen gibt. Jade, halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Ja, ich weiß, aber ich hab doch keine Zeit, ich hab doch keine Zeit. Ah, guck mal, hier können wir erstmal einkaufen. Also, für Geld einkaufen. Okay, ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. Ja, das nehmen wir doch sofort mit hier. Mega-Impulser. Ja, ich weiß. Nenn mich nicht Jade, ich bin der Axel. Ein Startkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ja, das wissen wir doch. Komm, Döner kaufen. Döner ist immer gut. Hier, komm, zurück. So, das hier werden wir uns gleich holen. Einen neuen Motor für unseren Hovercraft. Aber wir schauen das mal. Hier gibt es noch ein Sprungkit, Flugstabilisator, ein bisschen Kisten und Kartons. Für 30 Perlen den Sternenantrieb. Halt, warte, da könnt ihr es lesen. Sternenantrieb. Sehr schön. Und hier, das nehmen wir natürlich auch wieder mit. Benutzen. Kontoidentifizierung. Okay,
Ein Mega-Impuls, eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vor. Komm, dann kaufen wir uns erstmal das Kababs. Und den Mega-Impuls, den holen wir uns nachher. Für den Hovercraft. So, erstmal hier einen neuen Austauschmotor. Perle einlegen. Damit wir hier endlich mal ein bisschen mal nach vorne kommen. Los hier, verkauft. Genau. Einbauen. Ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Ein Speedcraft-Motor. Ja, schön. Guck mal, was Perfekt. Wir da haben. Ich nehm's auf. Drücke Leertaste, um zu beschleunigen. Mach mal. Das machen wir die ganze Zeit bestimmt gleich. So, das war's schon. Da kommt unser neues Auto. Auto, sag ich schon. Unser Hovercraft. Komm, den testen wir gleich mal aus. Sagen Sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen. Ach komm, das kriegen wir hin. Scheiß auf den Angriff. Ja, hier, komm. Kontrolle. Ja. Der wollte uns schon wieder anquatschen. Und hier sind wir auch schon beim Angriff. Sie greifen die Boote an. Wir müssen sie beschützen. Genau, das machen wir. Und dazu, aber als allererstes... Halt, komm. Da, den. Das sollte man nie vergessen. Immer wenn wir irgendwelche neuen Sachen treffen, neuen Tiere, Gestalten, Kreaturen, immer gleich Foto okay. machen, abschicken. Ich speichere das. Weiter, zurück. Alles klar. So, und jetzt... Oh, nein. Ja, tut mir leid. So, und jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, hier den Vieh hinterher, den kleinen Mistrechtsau. Und die Minen, die es loslässt, als Körperteile von denen. Aber, links, rechts, jetzt trifft doch mal. Immer schön hinterher düsen. Geht eigentlich ganz einfach. Mit Button Smashing auf die linke Maustaste. Ah, komm. Ja. Da hammern. Sehr schick, sehr schön. Hey Paige, eine neue Perle. Yay! Wir brauchen, wenn wir wieder zu den Mamabos. Perle. Ich will die Perle. Jag mir die Perle. So. Angriff ist vorbei. Und was wir jetzt machen? Wir fahren erstmal zurück zum Mamabos. Oh ja, hier kommt. Klack, nein, klack. Na, ach, komm schon. Hier, Dingens, komm. Dingens. Wo seid ihr? Wollt ihr mich verarschen? Ah, fischi. Und fotografiert. Raskax, ja, C-A-R-L. Ach, ich kann es nicht lesen, Leute. Aus der gleichen Familie wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Ja, das stimmt. Das haben wir ja gerade mitgekriegt. So, hier, Gas geben, Linkskurve, halt noch, link, ich will nochmal zu Mama gut. Halt, wo sind wir denn hier? So, warte hier, erstmal koordinieren. Da geht's zur Stadt, da geht's rein zu Mama gut. Da gehen wir auch gleich rein, erstmal hier, Tab drücken. Miss Jade, Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der Schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Ja, weiß ich doch, das holen wir uns doch gleich ab, das holen wir uns doch alles. Wir kriegen alles, komm. Au. Komm, weiter. Zu Mama Goose kommen sie immer zurück. So. Bei Mama Goose gibt's Ersatzteile Satte. Ah, ja. Da gibt's doch gleich eine Kanone. Für nur 5 Perlen. Kontoidentifizierung. Okay. Ey, guckt euch das an. Eine Boostkapsel sorgt für einen Mega-Impulser, erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. Ja, ach, jetzt habe ich den Scheiß hier. Konto-Identifizierung. Booster, okay. Ich nehme mir den Booster. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht haben. Perfekto, ich nehme es auch. Booster, die hier Impulskapsel meine ich. Booster, eine Boostkapsel was sorgt für eine Zeit? Kurzzeit. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs raus. Komplett Lass mich raus. So. Und dann wollen wir in Richtung Schwarze Insel fahren. Ob wir gleich hinfahren, kann ich euch, verspreche ich euch noch nicht. Einfach aus folgendem Grund.
weil... Bis später, meine Freunde! ...ich dann noch einen kleinen lustigen Gag für zwischendurch habe. Erstmal Kompass aktivieren. Wir müssen da rein. Also eigentlich dahin, aber um dahin zu kommen... Uah! Erschreckt mich die blöden Fische noch. Fahren wir erstmal hier durch die Stadt. Gucken uns diesen kleinen Haupttunnel an. Uah, links, rechts, links, rechts. Wo war die schwarze Insel gleich nochmal? Südliches Tor. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Hey, da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Ja, das ist... Wir müssen super vorsichtig sein, Jade. Die Angriffe werden immer intensiver. Ja, Pesh, du sagst es, aber wir machen was dagegen. Wir sind schon voll dabei. So, und jetzt bei dieser Aufnahme ist es, was ich machen will. Eine Perle für den Gewinner. Und die ersten drei qualifizieren sich fürs nächste Rennen. Ich will mir die Perle holen. Och, wie ich diese Rennen mag und wie ich diese Rennen hasse. Die Schwachen und die Wehleidigen. Die Wehleidigen, das sind die anderen. Also wir sind das nicht. Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Genau, das Gute ist, die 3 Sekunden sind ganz schön lang bei den Jungen. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich werde ja gleich auf Vollgas gehen und mir den Weg die ersten paar Meter freischießen. Hier, komm, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Seht ihr, wie lang 3 Sekunden sein können? Alles klar. Und mit cooler Musik geht's los. Action-lastig, sage ich da nur. Ich weiß jetzt auch gar nicht ganz genau, was passiert, wenn man hier den Rekord bricht oder alle Rekorde sich holt. Das Spiel ist doch schon ein bisschen her, wo ich das wirklich dann auch sozusagen die Rennen noch perfekt abgeschlossen habe. Aber, ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich das auch schneiden, da ich euch nur das eine Rennen präsentiere, wo es dann geschehen wird, da ich den Rekord breche. Es werden einfach viele Aufnahmen dafür nötig sein. Und Boostkapseln vor allen Dingen. Ja, guckt euch mal die User hier an. Das ist unglaublich. Wir sind jetzt in der dritten und letzten Runde. Und wir überholen schon die anderen, wir überrunden die. Das ist eine gnadenlose Vernichtung, was wir hier machen. Bis zum Ende. So, guckt euch an. Hier, komm, den schießen wir nochmal ab. Die erste Perle haben wir. Ja, unglaublich. Also was hier alles unglaublich erscheint, halte ich nochmal weiter. Das brauchen wir uns nicht alles anzusehen. Eine Perle! Du hast die Staubklub lassen. Ja, und es wird auch nicht der letzte sein. Perle. Sehr schön. Bisschen Kohle kriegen wir auch noch dafür, für den ersten Platz. Ach komm, die Kohle, das ist alles so schön. Und weil es so schön ist, hab ich noch Zeit. Ja, ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja, ach da, ja komm. Die Alten, nächstes die Rennen, nächste Runde, die das passt schon. Das mache ich noch fertig und dann mache ich erstmal einen Schnitt. Das wird dann die Folge für heute werden. Ja, jetzt wieder die 3 Sekunden. Ich weiß nicht, wie die auf diese 3 Sekunden kommen, was sie denken, was wir jetzt hier machen als Spieler. Nochmal am Sack kratzen oder so. Ich weiß es nicht. Aber hier kommt. Jetzt geht's los. Und natürlich schießen als allererstes hier erstmal. Ja, die Säcke hier ein bisschen. Ah. Ist schon schwieriger, besonders man sieht auch ja kaum was, weil die ganzen Stinker hier vor mir explodieren. Na gut, braucht sie auch nicht alle abzuschießen, dann würden sie auch nicht explodieren. Ja, sieht schon anders aus. Platz 5, Leute. Kommt schon, kommt schon. Ja, links und rechts. Ah. So, und jetzt hier Fuß mitnehmen. Wunderschön. Abkürzung. Nein. Ach guck, Platz 3. So schnell kann es gehen. So, erstmal den Speed hier mitgenommen. Ah nein, du blöder Dödel. Ich nenne dich jetzt mal Dödel, weil ich weiß ja eh nicht, was du bist. Aber hier auf Platz 2. Das wird jetzt ein bisschen eng, weil ich habe jetzt schon einige Fußtreppchen verpasst. Und wenn ich den vor mir jetzt nicht gleich sehe,
dann könnte ich mir vorstellen, wir schaffen das nicht. Aber der Sternenstern, da vorne ist er. Naja, den Speed nicht optimal mitgenommen, aber dafür nehmen wir hier ganz optimal in der zweiten Runde, sind wir natürlich erst, die Abkürzung. So, und jetzt geht's aber los hier. 1, 2, super Speed auf fast 400. So, und links rum. Und hier kommt, den können wir noch abschießen, können wir nicht abschießen. Ja, eigentlich schon, aber ich treffe mal wieder nicht. So, nein, hier kommt. Ach, sehr schön, hier kommen, rück links überholt. Geben wir mal Vollgas. Weil ohne Vollgas gibt's keinen Gewinn. Ich muss gerade ein bisschen konzentrieren, damit ich auch Kurven und alles kriege. Ist ein bisschen schwierig, da noch zu quatschen. Eigentlich irgendwie schwierig zu quatschen, da quatschen tue ich eigentlich die ganze Zeit. Wunderbar! Damit haben wir uns die zweite Perle von den Rennen verdient. Und theoretisch gesehen könnten wir jetzt die anderen auch machen. Bloß ich weiß noch gar nicht, ob wir die schaffen. Außerdem würde ich Geduld auch nicht zu lange strapazieren. So. Rennen 2. Wunderbar. Gesiegt. Jetzt holen wir uns noch die Kohle ab. Da kommt ein bisschen Kohle dazu. Alles klar. So. Und mit diesem schönen Bildchen, einmal von vorne zeigen, Rennen 2 geschafft, mache ich jetzt erstmal eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis denn.